Ja, Ja, müsste, Hut. glaube Cool, ich, ne? Der Hut. helfen. Mein sechster Finger Sieht denn fehlt. Das durch. ist das Einzige, was ich will. Wird er nicht muss. Kaschmo? Kaschmo? Bring it erstmal in den Buschbissen. Ey Frank, die Aufstellung findet hier statt, ne? Nicht da. Ach, Ach, scheiße. Dieser. Frank. Ja, Frank, du läufst wie eine scheiß Ente, Mann. Dankeschön. Nimmst du die? Bewegt. Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten ein Ding, Laborob. Platz, Laborob. Was sagt ihr? Okay, hey, let's go. Wegen Platz wollte ich eh nochmal mit dir reden, Frank. Hier. Raus. Hey, bin dabei. Ich weiß, wer an deren Route interessiert ist. Es sind mehrere Routen. Also an deren Route ist ein paar interessiert. Das sind sehr interessante Infos. Also die MG13 und die Hells. Die Hells halten sich ja gerade verdeckt, ne? Also von denen hört man ja gar nichts. Aber die Hells sind an der Weed-Route interessiert. Der geile Typ einfach besser informiert als ich. Ey, Jungs, ich hab meine Kamera. Okay, einmal ganz kurz. Also, wir haben eine Dame in der Familie, ja? Sie kann sich gerne einmal vorstellen, bei, also bei den Diesen, wenn sie möchte. Also, mein Name ist Gin Tonic. Ja, bin vielleicht ein bisschen zu alt für euch alle. Also kein Auge machen. Und verheiratet, betonen wir extra. Verlobt. Ich bin der Glückliche, ja? No. Bald verheiratet. Will ich nur dazu sagen. Und glücklich verlobt! Ja. Der gescheit doch noch lauter, Bruder. Ich bin seit knapp vier Monaten hier, war vorher beim Kali-Kartell, war meine erste Familie. Ihr seid meine zweite und. Oh, ich hoffe, wir verstehen uns. Hihi. Auf eine gute gemeinsame Zeit, also, würde ich mal sagen. Ich möchte, dass ihr bitte mit der Dame respektvoll umgeht. Keiner gibt hier Rosen außer ich. Nein, und ich. Ihr Verlobter ist auch hier drin, ja. Sollte irgendwas Negatives auffallen, was ihr mit ihr macht, sie hat die Erlaubnis. Entweder schießt ihr euch um, sie fesselt euch und ich schieß dich um. Das ist jetzt an den, der das vielleicht schon geplant hatte. Nein, ihr seid bitte respektvoll zu ihr, sonst habt ihr auch Probleme mit dem Verlobten und da mische ich mich dann auch nicht ein. Genau. Einmal an alle. Habt ihr es verstanden? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Jo. Jo, alles gut. Alles verstanden. Dankeschön. Okay. Oh, warte, ich glaube, ich habe da hinten noch was liegen gelassen. Oh, Frank, lass. Frank, lass es bitte! Oh, nee, aber wie süß. Ach, oh, jetzt. Stell mich gerne dann auch vor. Du kannst ruhig Frank erschießen. Ja, das sind schon mal für die nächsten paar Tage, falls ich es vergesse. So. Dann würde ich mich auch kurz vorstellen. Ich bin Ben Abi, 22 Jahre alt, war auch unter anderem in ein paar Familien, bei ein paar Liederschaften. Und ich freue mich auf jeden Fall für unsere Zusammenarbeit. So. Erster Eindruck, so, ich kenne euch jetzt nicht so lange, aber echt stabile, stramme Jungs. Und genau, also ich denke mal, da wird jetzt keine Komplikationen zwischen meine Frau und mir gekommen. Ihr seid natürlich auch der Teil Familie, natürlich schützen wir euch auch, falls es Probleme gibt. Genau. Einfach anrufen. Ja, Mann, willkommen. Danke, danke vielmals. Willkommen an euch beide und noch der dritte fehlt gerade. Ist er auch schlafen oder ist er hier? Der ist schlafen. Nein, ich bin da. Jungs, dann einmal an euch. Frank, der Neue ist da. Emilio ist auch noch da. Dann stellt er sich nochmal kurz auf vor. Er ist auch da. Irgendeiner von denen ist doch zu mir gekommen und hat sich abgemeldet. Achso, ich weiß nicht. Ich bin Emilio, 23 Jahre alt. Ich bin der Sohn von den beiden. Ach du Scheiße. Auch schon in mehreren Familien gewesen. Deine Mutter sieht gut aus. Ja, hör ich öfter. Ich frag mich, warum dann sowas rauskommt. Ja, Mann. auch schon länger hier. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, wenn irgendwas fehlt, könnt ihr auch immer gerne zu mir kommen. Sofern ich helfen kann, helfe ich euch gerne. Das klingt auch gut. Danke. Das hört sehr gut. Aber wir auch willkommen. Auch also, jetzt nochmal alle. Ihr dürft die Reihe mal aufrutschen. Mit dem sechsten Finger wisst ihr alle Bescheid. Auch die drei neuen hier. Ich denke, ihr habt da genügend Erfahrung. Nur in der Familienkleidung benutzen. Und immer sagen, was ihr macht.
Ansonsten, wenn ihr was habt fürs Fucklager, wenn ihr was geben wollt für die Familie, dann kommt ihr bitte zu mir. Ihr sagt mir, was ihr habt, am besten im Fahrzeug. Dann werde ich das einlagern und vermerken. Genau, wenn ihr da was habt, dann kommt einfach zu mir. Nur zu dir oder auch zu den 9er, 10er, 11er? Ja, nicht genug. Ja, okay. Ihr habt CD-Familienrat, da könnt ihr das reinschreiben. Ja, wir können es auch reinschreiben, perfekt. Dann die Route ist offen, ihr könnt also sammeln. Am Samstag ist keine Abgabepflicht, die wir was verarbeitet haben, können abgeben. Genau. Ansonsten ist nächsten Samstag dann, also übernächste Woche, ist dann Abgabepflicht. Da werdet ihr dann auch entlohnt. Bis dahin haben wir die Route. Welchen Umfang hat die Abgabe? Also wie viel muss abgegeben werden, wöchentlich? Sie ist bei Aufgaben. Okay. Aufgaben der Ränge, siehst du was? Das ist jetzt ungeändert. Jeder gibt 2000 ab, Rang 1 bis 3. Die anderen machen es freiwillig für die Familie. Genau. So läuft das ab dann. Selbst ich als Neuner werde mich da hinstellen oder auch natürlich LSC weiterhin farmen, verarbeiten und auch ins Fachlager bringen zu der Abgabe. Wenn ich es richtig verstanden habe, 2k pro Woche oder 750k? Nein. 2k gibt ihr ab und 750k bekommt ihr, wenn ihr Geld braucht. Achso, okay. Kann man anstatt Farmen zum Beispiel Geld abgeben? So wäre das möglich? Nee. Nur Sammeln. Okay. Genau. Ansonsten, wenn ihr mehr sammelt und mehr abgibt, verarbeitet es, dann bekommt ihr auch mehr, wenn ihr das Geld braucht. Ansonsten bekommt es in die Frackkasse. Ich habe die Route gekauft für eine Woche, bisschen mehr als eine Woche, habe ich selber bezahlt, fast mein letztes Geld dafür ausgegeben. Ich werde genauso auf der Route sein, ich bin immer auf der Route, egal welcher Rang. Das ist rein Interesse, darf ich wissen, was die Route gekostet hat? 35, bis nächste Woche Samstag. Okay. Also mit dem Platz ist das auch geregelt, ja, den wenn wir die scheppern oder die uns, dann nehmen wir uns ja. Aus. Also okay. Wir nehmen uns aus. Ja, Leute, geht ihr mal schlafen? Ja.